Hallo zusammen, schön, dass ihr wieder dabei seid bei Let's Play Armored Warfare. Und heute will ich euch mal einen der Söldnerpanzer zeigen, und zwar den AMX 10P 90. Mit seiner wirklich sehr, sehr geilen Optik, das muss man einfach sagen, wie es ist. Schaut super aus, ist ein Jagdpanzer. Und auch hier gucken wir uns die Details natürlich gewohnt an. Oh, da ist die Chronik nicht da, aber ich wäre ja nicht ich, wenn ich den euch nicht trotzdem noch die Chronik liefern kann. Dauert jetzt nur ein kleines Momentchen. So. Wo ist er denn? Das war zu weit. Ah ne, da muss ich noch weitergehen. Ach, ich schussel ich. So muss ich es machen. Und da ist er. Ha! Haben wir dich gefunden. Die Chronik. Die Franzosen entwickelten diesen Schützenpanzer als Upgrade des AMX 10P und statteten ihn mit engagierter Feuerunterstützung und Antipanzerfähigkeiten aus. Die 1979 gestartete Produktion des AMX 10P Pack 90 ist primär für den Exportmarkt gedacht gewesen. Wenn auch seine Antipanzereigenschaften nicht mehr den heutigen Standard entsprechen, eignet er sich immer noch als Feuerunterstützung und Aufklärungsfahrzeug für Marinekorps in Südostasien. Und was ich mal hier ganz gut sieht, dass die Werte exakt gleich sind, beziehungsweise dass der Pack 90 sogar etwas besser ist. Vom Schaden her, von der Durchschlagskraft wieder gleich, Schaden pro Minute erhöht, aber sonst da unten dann wieder tendenziell exakt gleich der Schaden, aber etwas besser kann natürlich auch durch die Crew sein. Gut, ich würde sagen, wir springen jetzt mit dieser Schönheit ins Gefecht und schauen, was da so geht. Und die Karte Reaktor haben wir bekommen, sind hier Top-Tier. Sogar der einzige Vierer bei uns im Team. Gegner hat auch nur einen, also von dem her, das ist doch angenehm. Und jetzt muss nur noch praktisch hier etwas passieren, dass ich euch den hoffentlich so präsentieren kann, wie es der Optik gebührt. Er schaut einfach Sahne aus. Da kann man sagen, was man will. Durchschlag und Schaden sollten auch funktionieren. Wie gesagt, jetzt kann ich mich nur noch selber, oder jetzt kann ich mir nur noch selber im Wege stehen. Kommt schnell auf Tour. Klar, hier geht es ein bisschen bergab. Ja. Zerstören einfach mal die Umwelt. Zack, darüber. Jetzt die Frage, wo stelle ich mich hin? Vielleicht erstmal hier diesen Busch ausnutzen. Und wir warten einfach mal, wo jetzt so der Gegner aufgeht. Aber wahrscheinlich so, dass ich hier gar nicht drauf wirken kann. Na, ich glaube, ich fahre doch weiter. Hier mit Vollstoff. Und da hat er dann doch ein bisschen Dampf. Da vorne Richtung Scorpion. Und da ist der andere AMX 10P da vorne. So, schade, dass ich nicht drauf komme, aber dafür erspäht worden bin. Yep. Der hat doch gut getroffen. Gegner hat keine Arti, das ist sehr, sehr wichtig. So, da ist der nächste, der offen ist. Oh. Den komme ich aber nicht drauf, leider. Also ziehen wir weiter nach vorne. Ja, die da drüben haben schon ihren Spaß. So,
So, Sniper-Bonus. Bin da offen. Muss ich also aufpassen, wie ich da rausfahre. Oh, schade. Da steht ein Ding im Weg. Oh ja, der hat mir aber ordentlich hier jetzt gerade gegeben. Ich bin noch offen. Ne, da brauche ich so nicht stehen bleiben. Da hat er die bessere Stellung als ich. So, mal schauen, was der T-62 da so macht. Oder ich fahre mal auf den Gegner hier drauf und helfe dann dorten. Und da der erste Hit auf den Scorpion. Und da auf den nächsten. Und wie gesagt, jetzt geben wir dem mal ordentlich. Nein, abgeprallt. So. Den konnte ich zerstören. Jetzt bin ich aber ganz schön lowlife. Mein Panzer quietscht auch schon schön. Jetzt werde ich mal versuchen, hier noch ein bisschen zu snipern. Von der Erhöhung aus. Aber der Gegner liegt schon gut vorne gerade. So, da konnte ich den einen Hit noch geben. Ich komme nicht drauf. Oh, und ich bin auch offen. Also ziehen wir uns ein bisschen zurück. Ja, jetzt hat er auch schon sozusagen mal in meine Richtung gefeuert. So, diesmal konnte ich dem AMX mal wenigstens eingeben. Ah, und da bin ich vom Dragon 90 zerstört worden. Schade, schade. Der XM800T hier hinten macht's auch nicht mehr so lang. Ja, der Scorpion. Aber er nimmt noch ein paar. Ah, schade. Aber hat den nochmal ordentlich HP gekostet. Wird er jetzt schon gejagt? Aber er sieht schon, der hat nicht mehr viel HP. Aber ist hier gerade jetzt. Ja, jetzt hat er keine Lust mehr. Und fahrt sich ertrinken. Wie gesagt, der peinlichste Tod. Und er wurde auch noch zerstört. Richtig so. So, auch wenn es eine Niederlage ist. Aber bevor man sich ersäuft, sollte man kämpfen wie ein Mann. So. Jetzt gucken wir mal, was die Endauswertung denn so sagt. Wie wir uns denn so geschlagen haben. Aber gefühlt war es gar nicht so verkehrt. 2771 Schaden, 6 erspäht, 2 Assists gegeben. Die Performance sieht man hier nochmal im Detail. Der Deutz mit seinem Scorpion hat am meisten unter mir leiden müssen. Ich bin vom Schaden her auch Platz 1 und von den XP Platz 1. Also zumindest ich habe versucht, dem Team gut zu helfen. Und hier sieht man die Details. 83.000 Credits gab's raus. Ja, dann hoffe ich, dass euch der Panzer und das Let's Play gefallen hat. Gefallen hat, so ist es richtig. Und ich würde mich freuen, wenn ihr mir einen Daumen da lasst oder auch einen Kommentar. Bis zum nächsten Mal, euer Alcaramba.